Ich stelle mich mal hier hin. Ich hoffe, das ist richtig. Ich schließe das mal. Souverän. Und ich habe nicht mal den Strom gebraucht. Oh. Hat er gerade gelacht? Okay. Das ist doch cool. Ich glaube, ich habe das noch nie ohne den Strom gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Wo man die... Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Oh. Moment. Komischerweise verjagen die auch die Vögel nicht. Gut, das müssten dann alle sein, gell? Das waren ja 5. Oben waren. Genau. So, das ist wieder so eine mehrteilige Tür. Und auch hier meine ich zu wissen, was wir machen müssen. Moment, kurz husten. So, weiter geht's. Tränen extrahieren. Oh nein! Ja, hier werden Tränen extrahiert. Ihr seht richtig. Die Armen. Hat mir immer ein bisschen leid getan. Scheiße. Sah irgendwie weiter aus. Aber ich weiß schon, warum ich immer Quicksave mache bei sowas. So, ich glaube, ich muss dann direkt runter. Ja. Muss mal kurz auf die Strahlen achten. Super. Section cleared. Das war das. Oh mein Gott. Alles klar. Halt. Da man hier leider noch nicht im Ducken schleichen konnte, ist das ein bisschen langwieriger. Müssen sich auch so verarscht vorkommen. So, jetzt muss man darauf achten, dass der untere ihn nicht sieht. Der ballert einen nämlich sonst ab. Okay, Brunnen aktiviert. Jetzt hätte ich eigentlich durchschlüpfen können, na gut. Ich will nicht leichtsinnig werden. Was die anderen Zutaten waren. Hey, wie funktioniert die Tränenherstellung? 80 Liter in der Stunde, Boss. Was? Das reicht nicht annähernd. Wie sollen wir da dieses Aroma herausfiltern? Hart würzig und etwas mild bitter. Oh, presst zumindest das Doppelte raus. Es ist nicht meine Schuld, Boss. Wir kriegen nicht genügend Mutarkens. Die kommen uns alle abhanden. Das sind alles nur Ausreden. Ich will Tränen, Stromleistung steigern. Los geht's! Geht klar, Boss. Erst unser Fleisch, dann unsere Knochen, jetzt unsere Tränen. Ja, das Bild fügt sich. Aber das lassen wir natürlich nicht mit uns machen und holen alle raus. Ja, die haben Kopfschmerzen. Klar. Muss man erstmal heilen. Moment. Ah, da unten. Da unten gibt's so ein Type. Hey, du da! Jo.
So, das ist ein Heilungsring, dem wir den anderen helfen können. Klasse. Warte. Okay. Oh, die Arbeit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob. Deswegen speichere ich bei sowas nicht, weil ich sowas schon ahne. Ich hätte erst mal. Na gut, ich lasse erst mal oben. Ach so. Ganz vergessen. Hier erst mal. Erstmal hier rüberkommen lassen, glaube ich. Oder. Nee. Nee, ich glaube, ich muss den locken. So, aber jetzt. Oh. Ach so, scheiße. Ich muss da erstmal gucken. Oh. Ah. Ja, das lief doch trotz allem ganz gut. Fast. So, erst nochmal bitte. Was auch immer der da hinten macht, den kann man auch nicht retten. Der ist einfach da. Ist einfach so ein Unterstützungstrooper. So. Nun kommt mal mit. Wieder alle gerettet. Tür müsste jetzt erledigt sein. Ja. So, weiter geht's. Ja, an solche Bildschirme hier erinnere ich mich immer noch. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so, hier ist nichts, aber irgendwie war das so eindrucksvoll damals. Oh, ich glaube, ich ahne, was kommt. Ah, ne, doch nicht. Aber doch ein bisschen. Oh ja. Oh ja. Ne, das war Quatsch. Ich glaube, ich muss. Ich muss, glaube ich, hier lang. Und dann irgendwie. Ah! Jetzt sind wir nämlich ganz gewieft. So, jetzt müssen wir den anderen erledigen. Ich hab's geahnt. Na gut. Dann nochmal. Beziehungsweise, oh, wir haben schon die Minen fast alle weg. Ja, das war jetzt besonders gut. Aber ich glaube, ich hab's gequicksaved. Ist immer so ein bisschen tricky, den anderen zu erwischen. Ah, nee, ich hab nicht im richtigen Moment gequicksaved. Schade. Jetzt versuche ich mal, das in einem Zug zu machen. Sehr gut. Und nochmal zurück. Jetzt hätte ich natürlich nochmal quicksafen können, aber na gut.
So. Aber jetzt bin ich schlau genug. So, mal gucken, ob ich den anderen erwische, aber das ist immer ein bisschen... Naja. Ich geh mal ganz hoch. Mal gucken. Ja, Mann. Weil die Minen alle freundlich aus dem Weg kommen. Da muss ich noch mal kurz gucken, ob es ganz rechts was gab. Ich weiß gar nicht, ob man den da hier gebraucht hat. Also brauchen tut man den auf jeden Fall. Tut. Schaut her, ich bin ein Zug. So, hier hätte man Nachschub holen können. Alles klar, hier war nichts mehr. Ah, ich mag die Flugflicks. Der verjagt die Vögel auch nicht. So, jetzt muss man nämlich... hier runter. Und da kommt nämlich nur der dran. Und jetzt noch irgendwas gespawnt. War so dieses typische Geräusch. So, dann müssen wir mal... hier hoch. Ah ja, okay. Nee, muss man nicht. Jetzt müssen wir den irgendwie erwischen. Alles klar. So, das war jetzt so ein bisschen... Das müssten wir uns so ein bisschen gut anstellen. Genau, ah ja. Jetzt kommt der nämlich hier hin. Ich habe die Idee, ich fand die Idee mit den Schächten hier so cool eigentlich, dass man da durchfliegen muss. Wobei das die KI immer das ein bisschen besser macht als man selbst, aber naja. Nein, keine Bewegung. Nein, Hilfe! Ah! Sehr gut. Und offen. Und damit hat man es auch schon. Jetzt müsste alles offen sein und wir können. Ihr alle. Hi. Sorry. Okay. Sorry. Okay. An die Arbeit. So. Mein Mitleid für eure Trauer, aber ihr müsst jetzt erstmal weiterarbeiten. Hier wäre der Ausgang. Ah, ne, hier ist nicht der Ausgang. Hier ist jetzt noch. Der Ausgang war ja da hinten. Jetzt erstmal die. Ihr alle. You're okay. Okay. Dann nehmen wir die nämlich mit und dann können wir ganz einfach durchmarschieren. Und da ist es nämlich gut, dass wir die Minen alle ausgeschaltet haben, weil auch befreundete Mutokons nicht fähig sind, über Minen zu springen. Ah. Ich meine, Gequetsche konzentriere ich mich immer nicht gescheit. So. Drehen wir mal schön am Rad und dann geht das jetzt weiter. Ich glaube, damit ist die Tür auch schon abgeschlossen. Genau. Endet immer mit diesem Rad, glaube ich. Ach, das war ein bisschen nerviger, glaube ich. Es ist Zeit. Es ist ganz schön laut. Es ist Zeit für die Soulstorm-Fragestunde, die sehr laut ist. Frage: Was passiert, wenn ein Clark in Hilfe schreit? Antwort: Jeder Slick in hoher Weite kommt sofort angeschossen. Wortspiel beabsichtigt. Sorry, den muss ich immer machen. So, den da oben kann man nicht... Ah, das war... Ah, ja. Das war... Alles klar. Mal kurz. Quick save. So. Da bin ich immer in einem Ruck durch und das ist auch manchmal ganz schön knapp. Ganz ob. Achso. Nee, jetzt muss ich glaube ich noch ein bisschen aufpassen hier.
glaube, wie war das jetzt hier? Hier war doch ein Slick, oder? Genau, da brauche ich aber den Glacken. Entschuldigung. So, man aktiviert hier den Aufzug, glaube ich. Nee, tut man nicht. Nee, ich glaube, das müsste so gehen. So, jetzt machen wir das nämlich ganz geschickt. Lass mal eben in Ruhe. Ach nee, der geht ja hier gar nicht mit. Okay. Den wahrscheinlich da unten auch schon ausschalten, indem man ihn hier langlaufen lässt. Genau. So, mal gucken, ob wir den irgendwie... Hallo? Ob wir den irgendwie mit ausschalten können. Und zwar... Ah, ja, da brauche ich aber mehrere. Und ich muss immer darauf achten, dass ich den Fahrstuhl runterlasse, sonst ruft der Glacke nämlich um Hilfe. Der Slick erscheint auf meiner Ebene, weil der Fahrstuhl oben ist, und dann knallt er mich ab. Das ist so ein bisschen tricky. Ja gut, nee, die muss weg. So, jetzt noch einmal. Deswegen habe ich das immer so gehasst, weil du die Passage mehrfach durchlaufen musst. Damit du da hinten den Hebel umlegen kannst. Und wenn ich was nicht mag, dann ist es repetitives Gameplay. Naja, aber was soll's. Gibt halt Passagen, die man mag, die man nicht so mag, ist ja normal. Hä? Ach du Scheiße, warum ist denn der jetzt? Sehr gut. Gut, jetzt würde ich mal... Die Geräusche, wenn die laufen. Also die Glackens. Jetzt brauche ich den nämlich, dass der mir den Hebel hier umlegt. Weil keine Arme, keine Kekse. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Ob ich den mitnehmen muss, ich weiß jetzt gar nicht. Ich kann den natürlich auch hier reinlatschen lassen, aber... Na gut, nee, ich nehme den mal mit. So, jetzt muss man. So, und jetzt aber. Okay. Na gut. Dann nicht. Hey, ich hab mal gedacht, hier drüben wäre noch ein Slick gewesen. Mal sehen, ob ich den da mit Abe erledigen kann da unten. Da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man sich da keine Wege verbaut. Sorry. Okay. Okay.